Eine unerforschte Insel. Erstmal die Dinge, woran sie sterben werden. Regen, Hitze, krankheitsübertragende Fliegen. Und dabei sind wir noch gar nicht bei den Dingen, die sie lebendig auffressen wollen. Wir verdoppeln das. Plus einen Bonus, falls wir es zurückschaffen. Falls? Im Jahre 1973, als der Vietnamkrieg gerade zu Ende gegangen ist, bricht eine Gruppe von Wissenschaftlern zu einer unerforschten Insel auf. Begleitet werden sie in diesem Fall von einer frisch abgezogenen Hubschrauberstaffel, dem Abenteuer-Veteran James Conrad und der Fotografin, der Kriegsfotografin Mason Weaver. Ziel der Expedition ist es, auf dieser Insel neue Spezies zu entdecken, die dort leben und natürlich den Russen nicht in die Hände fallen sollen. Doch die Kreatur, die sie dann entdecken, übertrifft sogar ihre kühnsten Erwartungen. Sie zwingt sie auch, den Begriff Naturgewalt ganz neu zu definieren. Genau wie ihre Rolle als dominante Spezies. Ist das ein Affe? Oh mein Gott! He's been working so too! Schaffen Sie uns hier raus! The King is back und das noch größer, noch stärker und vor allen Dingen noch kämpferischer. Mit Kong Skull Island bauen Produzent Thomas Tull und sein Studio Legendary ihr Monster-Universum weiter aus. Und dafür haben sie den berühmtesten Affen der Filmgeschichte, genauso wie schon auch zuvor Godzilla, komplett rundum erneuert. Schließlich soll der Riesenaffe natürlich in ein paar Jahren dann gegen die japanische Riesenechse antreten und kämpfen. So ist zumindest der Plan von Legendary. Doch zuerst muss er auf Skull Island seine Herrschaft behaupten und das ist wirklich sehr viel traditioneller, als ich mir das anfangs vorgestellt hatte. Das ist Kong. Er ist hier der König. Kong ist ein ganz guter König. Er bleibt meist für sich. Aber man betritt nicht einfach ein fremdes Haus und wirft mit Bomben, außer man will Streit. Kong will vor allen Dingen eines nicht und das ist Streit. Er und Regisseur Jordan Vogt Roberts wollen uns daran erinnern, dass der Planet nicht nur dem Menschen gehört und dass es immer noch ganz viele Mysterien und Wunder auf dieser Welt gibt, die wir so akzeptieren sollten, wie sie auch sind, die wir aber vielleicht auf der anderen Seite auch nicht erklären können. Und dass die Natur auf jeden Fall jederzeit zurückschlagen kann, egal wie, egal wo und egal wie kräftig und stark. Klassischer Monsterfilmstoff eben, aber in erster Linie ist Skull Island natürlich eine riesengroße Monsterparty. Mit der Musik, mit der Optik, den Motiven und den Stereotypen eines Vietnamkriegsfilms und mit jeder Menge Bestien. Eine Art, die durch den Jurassic Park gehen oder Apocalypse Now. Ein B-Film mit 190 Millionen Dollar Budget, aber auch eine Verschmelzung von ganz imposanten Tricks, verspielter Inszenierung und vor allen Dingen traumhaften Kulissen. Sie wussten, dass das Ding hier draußen ist? Tut mir leid um Ihre Männer, Colonel. Aber wenn Ihr Opfer einen Sinn haben soll, bringen Sie uns nach Hause. Mit Beweisen, dass Monster existieren. Wow, 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 wow. Ihr Freund da, nimmt die besser runter. Und in diesem Fall solltet ihr auch keine allzu ausgefeilten Figuren erwarten. Wie so oft in Monsterfilmen werden die menschlichen Akteure nur so ein bisschen skizziert und das ist leider Gottes bei Skull Island genauso. Das mag bei den Nebenrollen jetzt nicht so sehr stören, aber bei Leuten wie zum Beispiel Tom Hiddleston oder auch Brie Larson fällt das extrem auf. Die sind eigentlich im Prinzip nicht mehr als schmückendes Beiwerk, die leider nicht so wahnsinnig viel zu tun kriegen. Dabei ist ja eigentlich gerade die Figur von Brie Larson ein ganz tolles Beispiel für Klischees, die Vogt Roberts gerne gegen den Strich bürstet. So wartet man vergeblich bei ihr auf einen lauten Schrei oder dass ein Granatenopfer in diesem Fall auch eine gute Idee ist. So können auf Seiten der Menschen eigentlich nur John C. Reilly und der großartige Samuel L. Jackson überzeugen. Der eine als Camouflage Captain Ahab und der andere als wirrer Weltkriegsveteran. Wir gehören nicht hierher. Aber die Teufel leben unter uns. Ich nenne sie Schädelkriecher. Wieso? Weil es toll klingt. Okay. Den Namen habe ich eben erfunden. Ich will Ihnen Angst einjagen. Von mir aus nennen wir die so, ist das ja, für Sie das auch erscheint okay? Mir ein. Ich finde den Namen gut. Lauf!
Um ganz ehrlich zu sein, das eigentliche Problem an Kong Skull Island ist eigentlich die Laufzeit. Denn der Film ist definitiv 15 Minuten zu lang. Und dadurch nutzen sich dann das Setting, die Sprüche und vor allem die Action oder das Vietnamkriegs-Flair einfach auf Dauer nach und nach ab. Genauso wie der an sich wirklich tolle 70s-Soundtrack. Aber das ist natürlich irgendwann nervig, wenn zum x-ten Mal eine Platte aufgelegt wird. Aber trotz dieser ganzen Kritikpunkte muss ich ganz ehrlich sagen, Kong Skull Island ist wirklich purer Spaß. Eben weil er seine Vision so konsequent durchzieht, direkt zur Sache kommt und wirklich hervorragend durchgetaktet ist. Weil er Kong dann auch genauso verehrt wie seine Ureinwohner und weil er einfach eine wirklich ausgelassene Kreaturenkeilerei ist. Spektakelkino von Monsterfans für Monsterfans. Meine Rankstags: Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, Kriegsfilm Monsterabenteuer und konsequent. Wer bist du? Deine Familie ist sehr mächtig. Deine Mutter hat dich durch ihre Zauberkraft gerettet und mich erschaffen. Ich bin hier, um dich zu beschützen. Und das heißt, du musst tun, was ich sage. Leg dich nicht mit dem Affen an. Das Studio Leica bleibt auf jeden Fall seiner Linie treu. Kubo ist Humor, Tragik, leichter Grusel und ganz viel Herz vereint in einem großartigen Stop-Motion-Abenteuer. So reich an liebevollen Details und Farben, dass man wirklich keine Sekunde dieses Films verpassen möchte.